Recht herzlich willkommen zur 139. Folge von Simotrans. Ja, hier unten in Flauta wollten wir die Busse noch aufteilen. Dafür müssen wir eine neue Linie erschaffen. Ja, machen wir hier. Und zwar das hier, ne? Linie. Und zwar von dort nach dort nach dort nach da zurück zurück nach da und nach da. Passt schon. Gut. Das nennen wir jetzt das Ganze Lauter. Ach, Stadtbus war das, ne? Lauter Ost. Und fertig. So, jetzt müssen wir den Stadtbus Lauter noch nehmen. Und da schicken wir jetzt einen, der am besten der ist da drauf, ne? Machen wir den nicht laden. Lauter Kindergarten und lauter Transporterländler. Achso, den sind wir schon los. Ne, Kindergarten war er gerade. Okay. Das bedeutet. Da lang. Schließen. Jetzt fährt er da direkt hin, ne? Ja, jetzt sind die Busse ins Depot angekommen oder einer davon. Und wo ist der Transporter? Da. Der ist hier unterwegs, dann passt das schon mal. Und dann fährt er dahin und wenn er die beiden entladen hat, kriegt er die neue Linie, ne? Lauter West. Ja, und West und Ost geht dann über die Bahn, ne? Genau. So muss es dann sein. So, er hat jetzt seine Leute weg. Und kriegt jetzt die neue Linie. Lauter Ost. Okay, knapp vorbei, ne? Lauter Ost. Zack. Und jetzt darf er wieder los. Erledigt. Wo fängt er denn an? Lauter Mittelgebirg. Kann er eigentlich hier anfangen, ne? Gut, dann packen wir den erstmal da oben hin. So, und dann haben wir die andere Linie. Also der ist im Depot. Oder beide sind im Depot. Den nehmen wir von der Linie runter. Dann sind auch nicht mehr so viele drauf, ne? So, jetzt sind hier noch drei drauf. Der fährt auch zum Depot, okay. Oh, ich glaube, der ist auch gleich da. Dann können wir gerade noch einen Moment warten. Ich dachte eben, der Bus wäre das hier schon gewesen. Aber das war wohl ein anderer, der da noch drin steht, ne? Gut. Er hat schon zwei Passagiere oben. Fährt jetzt die zweite Haltestelle an. So, und der ist auch da. Und runter von der Linie. Gut, passt. Oh, da gab's schon gleich 12 da unten. Gut. So, jetzt haben wir den hier. Den machen wir mal auf nicht laden. Weil den setzen wir dann gleich um. Machen wir das so, oder? Jetzt die Frage, ne?
neue Linie machen oder diese umschreiben. Geht natürlich auch, ne? Salzburger Straße und Schloss an der hier. Ah, der hat die Helmichgasse am Mittelgebirge geradeaus, also der fährt definitiv da hinten lang. Vielleicht sollten wir dann, tja, das nochmal überlegen, wie wir das machen. Dann machen wir besser eine neue Linie. Und fangen dann besser so an, ne? Wo ist die Haltelinie? Der Bahnhof ist da. Dann fährt er nach da. Nach dort. Dort. Nach dort. Nach da. 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 Und dann wieder dahin. Obwohl, das war nicht so optimal, ne? Löschen wir das nochmal. Sonder. Achso, das ist der Bahnhof. Ja, dann zu hier rechts hin. Dann dahin. Dann zum Schloss. Vom Schloss nochmal zurück hier hin. Asimovstraße war das, genau. Von der Asimovstraße. Löschen wir. Noch ein Transporter nämlich weg. Dann wieder zum Bahnhof. Und dann diese Strecke. Und dann wieder zum Bahnhof. Passt dann. So ist es besser. Das ist Stadtbus. Lauter. West. Da hat es irgendwie ein paar Buchstaben mehr gegeben. Schuss. So, und der hier, und der fährt nur einen weg. Achso, jetzt haben wir das ausgemacht. Naja, ist aber. Ja, mussten wir auch machen. Umbenennen wäre Quatsch gewesen, weil sonst fährt die Post nämlich nicht weiter, fällt mir gerade so ein, ne? So, wo fährt er denn hin? Mittelgebirgsrathaus und dann Salzburger Straße. Das ist da, okay. Ja, da wäre schön, wenn sich die Straße hier noch verbindet. Ach, jetzt fährt er nicht zum... Na, das wäre hier der richtige gewesen. Wo sind die Salzburger hier? Da oben. Zack. Also ein paar Meter haben wir noch gerettet, ne? So. Und das ist lauter jetzt. Und den schnappen wir uns hier. Und der ist jetzt auch auf. Dann lass den nochmal noch laden, bis der andere dann auch lädt, ne? Wo ist denn der jetzt? Ah, hier fährt er lang, okay. So, er ist jetzt fertig. Das bedeutet, er kriegt den neuen Fahrplan. Er kriegt jetzt lauter West. Und wo ist er jetzt gerade? Asimovich. Ja, kann er auch anfangen, das passt schon. Gut, dann haben wir den auch durchgearbeitet. Jetzt ist der letzte noch dran, das ist dieser. Und der kriegt jetzt nicht laden, ne? Er ist jetzt am Mittelgebirgsrathaus und fährt jetzt zurück. Wo fährt denn er jetzt hin? Komm, zack, du fährst erstmal zum Kindergarten. Bringst erst die zum Kindergarten weg. Hat der Salzburger Straße auch was? Naja, dann nicht. Sonnenwendgasse, Bergsonstraße,
und Transporter. Dann kriegt ihr jetzt das nächste Fall hier die Bergsonstraße. Ja, und dann fährt er ja sowieso zum Transporter. Ja, dann macht er auch die passende Runde. Das passt dann. Okay, der ist dann auch richtig unterwegs. Und die Busse, die Post fährt dann passend weiter, ne? So, er kann auch definitiv dann mal einen Laden kriegen, damit das auch wieder funktioniert, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Und da stehen schon 12, ne? So. Den ändern wir gleich hier rüber, dann brauchen wir das Fenster auch nicht mehr, das können wir schon zumachen. Er kriegt jetzt wieder ein paar Leute weniger und dann die letzten zwei Haltestellen noch. Ja, das passt dann, ne? Die warten da oben auf freie Strecke, okay, aber der nächste fährt schon. Da müssen wir mal gerade einmal gucken, dass wir da so ein Chaos irgendwo haben. Nee, das hat soweit wohl alles geklappt bis jetzt. Da wartet auch einer, aber das ist alles ganz normal. Okay, passt. So, dann haben wir Lauter erledigt. Im Prinzip. Er kommt jetzt auf die neue Fahrstrecke. Kriegt auch Lauter West. Und dann, ja, passt das. Dann darf er laden. Und zwar kann er ruhig, wo ist er denn jetzt eigentlich? Sonnenwend, okay, dann kann er auch an Sonnenwend wieder anfahren. Achso, da hinten ist er, okay. Fahr da wieder hin. Gut, und dann kriegt er auch schon Gäste wahrscheinlich aufgeladen, ne, oder? Zack, 5 Leute drauf. Wunderbar, passt. Gut, dann sind die alle versorgt. Die schließen wir dann alle. In Lauter hatten wir noch, in Sonderhausen hatten wir noch gesagt, gucken wir uns die beiden Busse nochmal an in dieser Folge. Wie weit die sind. Ja, der hat schon 100er weniger, wenn das denn der ist. Und der andere ist in dem Getümmel. Ja, die 300 dazu. Okay, dann passt das ja wohl. Dann läuft das, ne? Die beiden sind positiver unterwegs dann am Ende. Gut, dann haben wir Flotte noch auf dem Schirm. Aber jetzt hier Leuchtreklamen sind der neue Standard, oder wie? Und, ja. Stadtbus. Flotte, ne? Ja, da läuft aber alles im grünen Bereich, oder wie sehe ich das? Da sind reichlich unterwegs. Bis auf den hier sind alle voll. Oder gut besetzt, sagen wir es so. Muss man da was machen? Passagiere wartend. Döbeln Waldweg, das ist Schiff. Döbeln Waldweg Hafen. Überdöbeln. Achso, das direkt hin und die darüber, also dann weiter. Und das sind alles Schiffspassagiere. Also gut. Die Passagiere sind auch okay. Und hier ist auch okay. Das ist auch okay. Hier warten 13. Das sind ein paar mehr, aber auch okay. Auch okay. Und dann haben wir noch den hier, ne? Das sind 11. So, und dann müssen wir noch gucken, wer hier umsteigt. Lauter, Flotho.
Da sind es 120, okay. Das sind die Busse, die das abfrühstücken müssen. Hausen, Lauter. Ja, hier sind die wenigstens, jetzt sehe ich schon nicht mehr Floto. Waren gerade genug Busse da, oder was? Sieht wohl so aus. Gut, dann läuft das. Okay, jetzt sind hier zweimal zwei. Weißt du was? Nicht laden und fahre den zum Dupeo. Einen nehme ich runter. Weil der eine war nicht so voll. Wird schon werden, oder? Ich denke, hier läuft es aber auch. Die Linie ist schwarz. Die schreiben schwarze Zahlen. So, jetzt ist hier zu gucken. Oh, da hinten hat sich's, glaube ich, ausgebaut. Kann das sein? So, hier ist der Bahnhof. Oh, ganz viel mal Waldeck steht hier. Ich glaube, hier haben wir ein Problem mit Bussen. Dann gucken wir doch mal schnell die Stadtbus Waldeck-Geschichte an. Da sind drei Busse. Davon fahren zwei Total Plus und einer Total Minus. Keiner weiß warum. Das sind aber alles Reisebusse. Ist das der, der hinter dem anderen hinterherfährt? Kann das sein? Nee, der fährt eigentlich vorweg. Keine Ahnung, warum der so viel Miese einfährt, während die anderen Plus fahren. Vor allem sind 3000. Tch. 1,8 sind dann das. Jetzt ist er voll. So, wir müssen nochmal hier reingucken. Die sind genug Wartegäste, oder? 30, 49. Obwohl. Nö. Dann kommt der nächste Bus. Keine Ahnung. Ja, dauert, bis der nächste Bus kommt. Einer ist da und einer ist dort oben. Okay. Aber so viele warten jetzt hier nicht, dass ich sagen würde, da müssen wir es machen. Aber da kommt schon wieder ein neuer Zug rein, ne? Ja, und damit sind dann nur Waldecker hier unterwegs. 33, 54, 65. 70, 77. Obwohl es ein Bus, vielleicht zwei, dann ist das weg. Die Frage, wo ist der nächste Zug wartend? Da steht, guck mal, keiner. Okay, da kommt einer. Der Waldecker Gäste? Jo, ein. Ne, darüber auch noch. Das sind dann 10. Also nicht so viel. Wenn er jetzt nicht noch hier welche dazu kriegt, das ist natürlich das nächste, ne? Ja, das sind dann 20 Gäste für Waldeck. Das ist nicht viel, da kommen wir mit Däben. Ich glaube, in Waldeck brauchen wir nichts machen. Das lassen wir so laufen. Gut, dann der 3000 Minusbus. Das war jetzt nicht so schön. Aber da sollten wir mit klarkommen. Fährt jetzt hier einer wieder hin mal. Ich sehe keinen. Außer den da. Die beiden da. Sind wieder ein paar dazugekommen. fünfundfünfzig, fünfundsechzig, siebenundsechzig, siebzig, achtzig, fünfundachtzig, neunzig, ja. Auch noch nicht der Rede wert, ne? Wo ist denn jetzt der Bus? Ach, der gondelt da lang, ne? Neunundneunzig warten, davon aber nicht alle. 96 sind es dann. Nö, 95. Der Rest ist innerort.
Ja, und die anderen Busse kommen jetzt auch näher. Der müsste jetzt gleich hier sein dann. Und wenn da kein Zug vorher kommt, ah, da kommt tatsächlich noch einer. Dann stehen da auch keine. Na, wer ist schneller, der Zug oder der Bus? Der Zug, glaube ich. Oder? Waldeck einer. Ja. Ja, der nächste Bus kommt da schon. Dann sehen wir gleich, ob sie weg sind. Okay, den machen wir zu. Den können wir jetzt auch nicht ändern. Lassen wir auch fahren. So. Der nach Waldeck ist weg und die 33 da auch, oder? Lauter, lauter. Also die 184 sind mit dem Zug wegzufahren, alles klar. Der müsste ja jetzt leer sein dann, ne? Jo. Dann ist das so. Hätten wir auch hier sehen können, ne? Gut, da kommt schon der nächste. Hier müsste man überlegen, ob man hier nicht was mit Warten eingibt, ne? Ah, Linie ändern. Karl-Marx-Straße. Ja, da kann nur so sein. 10% sind 9 Leute. Na komm, lass das mal so. Vorher sollen sie nicht losfahren. Das müsste ja funktionieren, oder? Lass mal schneller gerade noch laufen. Dass die da durch sind. So, der erste kommt. Der müsste auch durchfahren, weil 2 Züge schon da waren. Die 9 Leute müssten auf jeden Fall noch da sein, ne? Er fährt auf jeden Fall weiter. So, jetzt ist der zweite da. Der ist auch eher da. Der hätte auch noch genug. Ja, und der dritte hat auch genug, einfach aus dem Grunde, weil gerade, ne, wieder 2 Züge da waren. Es waren auch gerade ganz viele Züge da. Ja, noch einer. Ach, guck. Beladung 4% von 100. Und dann geht's auch weiter. Ich glaube, das ist keine schlechte Sache hier. Okay. Ja. Das macht hier Sinn. Gut. Ich glaube, dann könnte es auch so sein, dass wir vielleicht mal irgendwann bessere Zahlen hier kriegen. Obwohl, der ist jetzt schon bei 4200, ne? Oder 4,3 sogar. Muss man dann überlegen. Wir könnten natürlich nochmal die Linie hier aufputschen. Da ist gerade keiner. Linie ändern. Karl Marx. Dann hören wir doch mal da auf 20%, oder? Gut. 6%. Bisschen schneller gerade. Jetzt fährt er weg. Er hat 1% und fährt. Gut. Es waren nämlich ein paar Züge da, dann ging es schneller da durch. Wo ist das jetzt hier? Ah, ist zu spät. Nochmal schnell. War noch genug da. Er wartet.
Und er wartet auch. 11%. Ein bisschen Kundschaft, Fußkundschaft waren auch da und er fährt wieder. Durchgefahren. Durchgefahren, durchgefahren. Da Beladung warten. Ja, er macht 1500. Die anderen sind so ein bisschen schlechter dran, ne? Hm. Hat sich jetzt nur verschoben von den Bussen her, wer da was hat. So sieht's aus. Gut, aber für die Folge soll es schon wieder genug sein. Da gucken wir nächste Woche nochmal rein. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.